Das Sitzenschießen von einer festen Unterlage ist eine hervorragende Übung, um Zielen und Auslösen zu perfektionieren. Wenn man es mit einem Scat kombiniert, kann man die Qualität des Auslösens genau studieren und sogar Munition testen. Dazu erfolgt der Zielvorgang über den Scat-Monitor. Die Kurve wird also mit äußerster Akribie in die Mitte gesteuert und dort mit absolutem Gefühl ausgelöst. Das gibt hoffentlich Schussbilder wie dieses. Sanftes Auslösen ist das A und O dieser Maßnahme. Wer Schussbilder unter 6 mm schafft, hat sicherlich ausgezeichnete Munition. Wir nutzen diese Übung in unserer internationalen Gewehrschule bei MEC regelmäßig, um das Auslösen zu entwickeln und nebenbei die Qualität von Waffe und Munition sicherzustellen. Auswahl von Luftgewehrmunition ist eine diffizile Angelegenheit. Es braucht Zeit, um eine Munition zu finden, die eng zusammenschießt und die Treffer dabei verlässlich ins Zentrum bringt. Für ganz wichtige Wettkämpfe teste ich Munition mit dem Verfahren, das ihr da gerade im Bild sieht. Dazu wird das Gewehr auf speziellen Schaumstoffblöcken fixiert, aber so, dass es sich ähnlich bewegen kann wie beim Schuss aus der Schulter. Gezielt wird mit dem Scat. Diese Technik erlaubt mir, den Schuss wirklich jedes Mal in die 10,9 zu bringen und dabei sauber auszulösen. Das reale Schussbild wird dabei mit der Miton-Anlage aufgezeichnet, einem sehr verlässlichen Verfahren. 10 Schüsse verlangt eine verlässliche Stichprobe. Wenn man da 5,5 mm erreicht, hat man einen guten Tag gehabt. Ich habe dafür 5 Stunden gebraucht. Dafür verspricht mir diese Kombination aus Lauf und Munition jetzt aber eine sichere 10,8.